Weiter geht es mit Final Fantasy VII. Moin Moin, hier ist der Angelus. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Wir sind in Sektor 5 unterwegs. Aris. Und machen Nebenaufgaben. Na? Hallo. Wie gefällt euch unsere Dekoration? Die Kinder Mega. Haben sich viel Mühe gegeben. Das sieht man. Sehr schön. Nicht wahr? Ach, da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand von Shinra in Richtung deines Hauses gegangen ist. What? Du weißt schon, einer dieser unheimlichen Typen in Schwarz. Uh-oh. Das könnte der von den Turks gewesen sein, der aus dem... Oh, Meisterflorist. Der aus dem Hubschrauber ausgestiegen ist, oder? Ist das ja die Dekoration mit dem Schokobo? Haben sie das aus den Pflanzen gebaut? Ja, siehst du gut, dass ich mal alle Pflanzen mitgenommen habe. Sonst könnte man nicht so ein buntes Bild bauen. Okay, das ist aber bestimmt Hauptaufgabe, jetzt hier wieder zurück zum Haus zu gehen, oder? Wobei, nee. Das wurde vorher auch angezeigt. Naja, die Markierung da unten war vorher schon da. Aber ich bin ja mit den Nebenaufgaben noch nicht fertig. Und die Mutter, die kann bestimmt noch mal ein bisschen warten. Die kann den von Shinra ja ein bisschen, ne, wie soll ich sagen, was zu essen machen. Ah, guck mal, da ist ein Gör mit Schwert. Kind, sorry. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Danke an alle Unterstützer hier, die jeden Tag fleißig mit dabei sind. Danke. Hier in diesem Gebäude trifft sich die Bürgerversammlung. Bürgerversammlung, klingt gut. Und da kann ich auch wieder hier eine Jukebox kaufen. Tango of Tears. Tango der Tränen, finde ich super. Achso, hab ich ihn jetzt schon gekriegt? Die anderen habe ich ja alle schon gehabt, ne? Preload, Dings, ja. Tango of Tears hatte ich aber noch nicht. Muss ich aber schon bekommen haben, weil ich kriege ihn hier nirgendwo zum Mitnehmen. Ein Schnelltrank. Oh, mir hängen diese Geschichten von früher bald zu den Ohren raus. Nicht da. Ich werde ihn ja wohl jetzt gefunden haben, oder? Dann muss ich mal in meine Liste gucken, ob ich das freigeschaltet habe. War das bei Gegenstände drin? Schallplattensammlung. Ist der Tango of Tears? Ja, der Tango of Tears ist da. Das sind die Dinger, die ich jetzt mittlerweile alle schon gefunden habe. Damit wir hier nichts verpassen. Als die Platte über Sektor 6 einstürzt. Oh, Herr Soldat! Ja. Willst du dir die Geschichte etwa auch anhören? Welche? Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben, sagen sie. Glaubst du, das stimmt? Solltest ja. du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja! Der Unterricht bei Fräulein Furia! Ich muss los! So schnell kann man Kinder wieder auf die richtige Spur bringen. Du meinst den Wallmarkt, oder? So, dann brauchen wir jetzt also noch drei weitere, weil eins weiß ich ja, dass es im Versteck ist. Ah, guck mal, hier ist auch noch ein Ausrufezeichen. Und Kisten hier noch rumstehen. Echo-Scherm. Echo-Scherm an Echo-Basis. Zeit für die Impulskanone. Huch, Cloud? Und? Wie läuft die Patrouille? Die Slum-Bewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt wegen der Explosion im Reaktor. Das hast du gut beobachtet. Ich bin beeindruckt. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Helmchenhof! Immerhin sind die Kinder auf jeden Fall dann pflichtbewusst und gehen dann auch wirklich zum Unterricht, ne? Und merken auch, oh Mist, ich habe ja wirklich was vergessen. Ich Dussel. Das neue Waschmittel. Das neue Waschmittel, das ist top, ja, ich weiß. Das höre ich ständig. So, hier ist doch das Café, ne? Ja. Ich will nicht bei euch aushelfen. Da oben haben wir beim Waffenhändler noch ein Kind. Habt ihr mich erschreckt? Mhm. Hallo? Zu Recht. Wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Hm. Ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Helmchenhof schenken. Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht! Er ist selbst drauf gekommen mit dem Unterricht. Wir mussten ihn gar nicht darauf hinweisen. So. Ah, guck mal, hier ist ja gleich noch eins. Dann habe ich alle.
Das Harry Potter-Kind. Wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Vorbildlich. Das hast du sehr gut gemacht. Ist doch das Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ist Fräulein Furia etwa sauer? Ja. Auweia, aber das war doch keine Absicht. Das sagen sie am Ende immer. So, ein Kind noch. Ich gehe hier nochmal ins Versteck rein, weil da war doch an diesem Gitter, da hatte ich doch den ersten gesehen, der mit einem Holzschwert rumgekämpft hat. Der stand ja hier an dem Gitter. Mal gucken, ob er noch da ist. Gold Saucer, Musik läuft natürlich wieder. Und dann müsste ich dann die Kinder alle gefunden haben hier. Ja, da hinten ist er doch noch. Ich werde mal genauso stark. Der zählt nicht mit. Ach Mist, habe ich mich zu früh gefreut. Der zählt gar nicht mit. Cloud, kennst du schon Moggy? Er ist etwas seltsam, aber sein Laden bringt dir vielleicht Glück. Ja, vielleicht. Mist, der zählt nicht mit dem Holzschwert. Haben sie mich auf die falsche Fährte gehetzt hier. Geh weiter, Cloud. Dann muss ich das letzte irgendwo noch finden. So, wenn ich schon mal hier bin, nehme ich mir hier auch schon mal die Belohnung mit. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Kampfbericht abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Ja, und die ist auch gar nicht schlecht. VR-Mission, gibt's was Neues? Nö, ich könnte nur noch mal gegen Shiva kämpfen, aber die habe ich schon. So, wo habe ich dann das neue effizientes Blocken? Habe ich magische Verkettung, den habe ich neu. Ein Zusatzangriff wird mit der verbundenen Materia dem Angriff des Anführers hinzugefügt. Kann mit der Materia Glut, Frost, Gewitter, Luft und Toxine verbunden werden. Ah, das hatte ich doch auch schon, Magieverkettung. Jetzt habe ich das zweimal, aber das ist ja gar nicht so schlecht. So. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, ich auch. Heile ich mich gleich hier nochmal. War ja eh nicht alles voll. Hatte ja die ganzen Kämpfe gegen diese komischen Augen. So, wenn ich mal gucke hier. Cloud hat nichts da, wo ich diese Verkettung mit reinmachen könnte, außer ich wechsle das Schwert. Eris hat eine Verkettung drin, sogar zwei. Da könnte ich ihren Angriffen nochmal... Wobei, ich habe doch eben auch... bei ihr verbessert, dass Blitzangriffe mehr Schaden machen. Dann könnte ich das theoretisch hier verketten, ja. Hier ist Heilen, da ist Behandeln und hier ist Toxin. Ich könnte Toxin rausnehmen. Und dann müsste ja noch eine weg, ne? Was Vision macht, weiß ich noch nicht. Behandeln will ich ja leveln. Heilen brauche ich auch. Eigentlich brauche ich alles, was sie gerade hier drin hat, um das noch ein bisschen voranzutreiben. Bei Cloud. Glut ist schon ganz gut dabei. Effizientes Blocken finde ich auch super. Luft hat auch eben reingehauen. TP-Boost auch. Effizientes Blocken müsste ich dann rausnehmen. Und ich müsste das andere Schwert nehmen. Nee, komm. Machen wir später. Obwohl dieses Elementarverketten eigentlich mega geil ist. So, sind schon die anderen Dinge aufgetaucht? Nö. Wo finde ich das letzte Kind? Du dir die Lampen mal ansehen? Es ist ja eigentlich nur hier in diesem Bereich. Geh nochmal hier den Weg hoch. Da steht er nicht. Der Job war echt spitzlich. Dich kenne ich ja gar nicht. Hier ist er auch nicht. Da warten die Kinder schon. Aber es fehlt da noch eins. Wie weit geht's da noch hoch? Gehe ich da noch in den Bereich? Ja. Hier wäre noch ein Weg. Aber hier ist nichts. Ich will nicht zu dicht ans Haus von Eris ran. Hier habe ich den Bereich jetzt verlassen? Ja, da bin ich raus. Okay. Sonst triggert nachher die Hauptquest da vorne. Das will ich natürlich noch nicht. Gehen wir hier nochmal die Gasse lang. Kann doch noch nicht so versteckt sein, das Kind, ey. Eris ist ein gutes Kind. Ah ja.
Ist was? Sie ist aber kein Kind mehr. Sie ist eine junge Frau. Wo willst du hin? Ja, ich wollte gucken, ob da ein Kind ist. Bin ich auch raus aus dem Gebiet, ja. Kann ja nur in diesem grünen Bereich sein. Das letzte Kind natürlich wieder das Schwierigste zu finden. Ich verlor, was ist denn? Was ist? Und im Versteck war es ja auch nicht. Hallo? Hallo? Da! Da ist er ja. Mit dem Ghostbuster-Overall. Ich bin sehr erfreut, Sie zu treffen. Ja? Mein Traum ist es, so stark wie ein Soldat zu sein. Schaffst du nicht. Ich sehe zu den Soldaten auf. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nun, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Mako-Reaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Die Armen. Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja, aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. Das Lauf, sind Junge. Alle Kinder. Zurück zum Helmchenhof. Okay, ja, komm, mach ich. Vielleicht kriege ich noch eine schöne Belohnung, die mir gleich auf dem Friedhof weiterhelfen kann. So, Charlie, alle Kinder kommen in den Helmchenhof. Tut da uns haben leid, wir's. Dass wir zu spät. Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Ja. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Krötenkönig? Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Ja. Aber ja, Cloud klar. kann ihn bestimmt besiegen. Klar, das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wissen, dürfen wir dort bestimmt nie wieder spielen. Das geht nicht. Das ist doch unser Stützpunkt und gehört allen Kindern. Wir geben dir einen echten Schatz, Cloud. Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Ja, genau. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit Dreigill? Drei? Für Dreigill vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Ein Freundschaftspreis. Juhu! Damit sind wir im Geschäft! Der Geil. Krötenkönig hat sich ganz Drei Gill, da kaufe ich mir dann Kaugummi für. Pass auf, er ist ziemlich fies. Aha. Guck mal, die anderen Kinder hier bauen sich so normale Holzschwerter und der hier, der mit der roten Käppi, der muss natürlich voll übertreiben und macht sich so einen Baseballschläger mit fetten Nägeln drin. Mhm. Ist klar, Junge. Krötenkönig besiegen für drei Gill. Super. Es gibt eine neue Marke. Erstmal gehe ich jetzt nochmal schnell zum Friedhof. Das ist nämlich ein bisschen weiter weg. Wenn ich den Friedhof fertig habe, kann ich mich zurückporten in den... also zum Markt und sowas. Und da ist dann ja gleich das Versteck von den Kindern. So ist das dann ein wenig besser mit dem Hin- und Herlaufen. So, Friedhofschlüssel habe ich ja schon. Ach, die Tür war es. Ja, ja. Oh, guck mal, da sind... Stimmt, da habe ich ja die Netze schon gesehen. Da sind diese Viecher wieder am Start. Schloss geöffnet. Es ist nur dieser Bereich hier. Aber da steht eine Bank. Wenn ich fertig bin, kann ich mich da heilen. Haben wir hier noch was? Auf geht's. Mitnehmen? Nö. Ja, packen wir es an. Ruhe in Frieden. Das sollte reichen. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. So, bei ihr will ich mal die neue Fähigkeit angucken. Machen wir zwei Balken voll hier. Und jetzt Fertigkeit. Macht der Unschuld. Führt einen magischen Flächenangriff auf Gegner im Wirkungsbereich aus. Auf den da hinten? Oder machen wir es auf den in der Mitte? Hergi, jetzt reicht mir aber. Kannst du weitermachen? Zieh dich zurück. Bleib weg. Los! Jetzt! War jetzt nicht so mächtig. Neuer Plan. Ich tu, was ich kann. Ja, ja. Sub-Spirit.
Entzieht dem Gegner MP, versteckt Wirkung bei Gegner im Schockzustand. So, ich will das Gebet langsam auch mal wieder ein bisschen leveln, weil so eine Gruppenheilung ja echt ganz gut ist. Ah, die ist geschläfert. Los! Das sind einfach drei Königin oder so? Nee, nicht ganz. Aber schon ein bisschen heftig. Jetzt. Ach, jetzt pennt der. Komm schon, du schaffst es! Und ab mit dir! Hat nicht jetzt so viel gebracht, ne? Nimm! Hau ab! Weil ich auch immer unterschiedliche Gegner angreifen muss mit den Leuten. Eieiei. Ich hab keine Kraft mehr. Nee, der verfolgt mich auch. Tut mir leid, mach du mal. Auf den da. Das wäre natürlich auch super, den mal zu provozieren oder sowas. Komm nicht dagegen an. Ey, dieses blöde. Mir wird schon was einfallen. Ich hab die doch gerade voll geheilt. Nicht Regina. Nitra. Bin bereit. Und wieder fallen. Das war's knapp. Nicht jetzt. Muss wach bleiben. Was? Das tat weh. Ständig hier dieses blödes Schlaf und so. 5 Minuten. Ach, könnte ich auch vertragen. Jetzt. Bleib weg. Das kann klappen, mal wieder nichts machen. Keine Zeit zum Ausruhen, oder? Nein, keine Zeit zum Ausruhen. Flieg! Komm schon, schnell. Bevor hier wieder stumm oder sowas kommt. Bereit. Wir hätten am wenigsten Leben von den Viechern, ey. Flieg. Los. Der hier vorne. Ja, genau. Gehen wir beide auf den. Achtung. Und bitte nicht alle auf Eris. Kannst du weitermachen? Nicht aufgeben. Los. Volle Kraft! Volle Konzentration! Der ist geschockt! Und los! Nicht jetzt! Alter. Ich tu, was ich kann! Darf jetzt nicht schlapp machen! Alles! Mach mal große Heilung auf Cloud! Überlass das ruhig das mir! Ich dachte eben schon, der hat mich getroffen! Los! 5 Minuten! Guck dir das an, ey! Könnt eine Heilung vertragen! Okay, super Trank auf Eris. Weil ich nicht heilen kann. Brauch mal kurz eine Pause. Mir wird schon was einfallen. Weg, 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 weg. Ah, warte, wenn sie Limit hat, kann ich heilende Winde machen. Los! Fange. Kann mich jemand ablösen? Jetzt. Hey, geh doch drauf! Was soll das? Jetzt! Der Feind ist geschwächt. Ich hab genug. Der ist gut. Nee, ich hab auch genug. Jawoll. Tschüss. Komm nicht dagegen an. Ey, die machen das aber echt schnell mit dem. Mit diesen komischen Einschläfern, ey. Doch, so schön. Nein. Cloud, beweg dich. Beweg deinen Arsch. Junge. Komm hoch! Okay. Warte mal, wie viel Leben hat der? Ich glaube, den kill ich glaube ich noch nicht mit der Limit. Lieber aus Sicherheitsgründen Eris wiederbeleben. Tut mir leid. Und jetzt den Limit machen. Jetzt wird abgerechnet! Der kostet ja zum Glück keine Punkte. Hat nicht gereicht. So, nicht mehr heilen. Ich kann mich gleich auf die Bank setzen. Auftragsziel besiegt. Und da ist das Grab zum Beten. Das ist der Friedhof. Magst du nicht auch ein Gebet sagen, Cloud? Schäbig. Brauche ich nicht. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Ja, gut, dann kann ich mich ja auch in der Stadt auf die Bank setzen, ne? Geht auch. Also zurück zum Mann. Der Bevölkerung.
Zwei Nebenaufgaben hier mit komischen Gegnern, ne? Einmal die, die ständig ihre Barriere aufbauen, die man nicht angreifen kann. Und jetzt die, die dich ständig überall einschläfern und vergiften und so. Ich stehe wieder in deiner Schuld. Hier, ein Nietenreif. Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich. Nun nimm schon. Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen. Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr, das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich. Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Allein schaffe ich's nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür. Oh. Der Friedhofsschlüssel. Bring ihn Moggy zurück. Aber ich kann doch nicht. Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000 Gil. Ja, 5000 ist super. Geld, Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrockt hat. Habe ich jetzt 5000 Gil gekriegt? Die Leute verlassen sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne. Aber ich bin nicht immer da, weißt du? Natürlich. Tut mir leid. Aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Okay. Siehst du, besser von dem alten Mann nochmal schön 5000 Gil rauskitzeln und bei den Kindern für 3 machen. Mhm. So, den Auftrag habe ich leider noch nicht fertig, oder? Ich bin kurz davor hier. Ja, 9 von 10, dann kriege ich Erstschlag, dann habe ich alles erstmal hier durch. Sehr cool. So, jetzt heilen wir uns hier. Und dann gehen wir zum Froschkönig. Ist das nicht auch schon die letzte Aufgabe hier? So, wieder voll. Nice. Hast du gesehen, wie der Hoffentlich macht er nicht auch noch so miese Fähigkeiten, ey. So, da muss ich also wieder ins Versteck der Kinder rein. Nee, es fehlen immer noch 2 komplett. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Den dann gleich fertig. Das gehört mit zu denen rein. Ist kein einzelner Auftrag. Fehlen also noch 2. Es sind ja auch noch Bereiche da, dieses Shinra-Lager, wo diese Materie drin liegt. Da war noch ein geschlossenes Tor. Opa auf einmal unentwegt vom Makoreaktor. Schauen wir mal, ob die noch auftauchen werden. Ansonsten erstmal zur Hauptquest gehen. Vielleicht taucht danach auch noch irgendwas auf. So, wo ist der Frosch? Wir müssen ganz weitergehen. Meinst du, dass ich das Zeug dazu habe? Die Kinder verstecken sich schon. Die haben Angst. Vielleicht wieder hinten beim Arena-Gebiet. Da ist der Frosch. Nee, das ist ein Igelfloh. Da ist auch noch ein Igelfloh. Frosch sehe ich von hier aus nicht. Nee, das sieht nach Ärger aus. Das war's dann. So, aber die kann man ja schnell umklopfen hier. War okay. War okay, ja. Dass man hier mal diese Leiter benutzen muss für diesen kleinen Hüpfer. Überlass das mir. Ich mach auch mit. Oh. Das war's. Ah. Es ist vorbei. One hit. Ja. Und tschüss. Das war's dann. Bleib doch stehen. Ah, sauber. Es war ist vollbracht. Noch in Reichweite. Da oben war ich ja auch schon. Guck mal, der muss hier irgendwo sein. Ja, guck mal, im ganzen großen Gebiet. Der wird hier hinten sicherlich auftauchen. Einfach im Suchradius bleiben, dann passt das schon. Muss das wirklich sein? Nimm das! Gute Arbeit!
Kommt schon! Sind hier nicht drei, die ich von hinten gesehen habe? Oder kommt das noch? Aua! Da bin ich angezaubert. Nicht weiter. Weiter geht's. Komm, gib mir eine Heilung. Phönixfeder, auch gut. Auch gut. Hab vorhin wieder ein paar verbraucht. Hier waren das. Das ist doch kein Frosch. Der sieht auch aus wie ein Igelfloh, nur in einer anderen Farbe. Der hat doch wieder so eine Subklasse. Hat der die Krone auf? Volle Konzentration. Ja, ich habe das Ziel gefunden. Ah, der heilt seine Kollegen, ne? Alter, was geht mit dem? Puh. Der versteckt hier aber ganz schön. Der Krötenkönig. Nur kein Über. Krötenkönig, der Anführer eines Igelfloh-Schwarms. Dieser selbsternannte König trägt eine Spielzeugkrone, die er in den Slums gefunden hat. Er greift mit den Stacheln auf seinen Rücken an und kann auch Magie wirken. Ja. Nach Erleiden einer bestimmten Schadensmenge wird er schockanfällig. Er wechselt zwischen dem Unterstützen seiner Kameraden und seiner eigenen Stärkung hin und her. Am effektivsten ist es, den Gegner anzugreifen, der gerade keine Stärkung erhält. Also nicht der Flummi, sondern den da. Kriegt aber auch wieder eine Stärkung, ja? Das war's! Kriegt der schon wieder eine Heilung, ja? Meine Güte. Verdammt! Was ist, wenn ich ihn angreife? Nur ein Kratzer. Der hält ja mega viel aus. Alter. Los. Nicht. Jetzt. Es ist nicht so gut. Mensch, Ares, mach doch den zweiten Balken auch voll. Ich habe mir das Gefühl, dass wenn man die nicht anwählt, dass sie den zweiten Balken nie voll machen. Ja! Komm nicht wieder vor. Alter, das sind aber Bomben hier, ey. Die hier einschlagen. Hau ab. Los. Alter, wie man hier Dauer gestunt wird. Kannst du übernehmen? Jetzt erst recht. Jetzt wird der wieder geheilt. Der ist schon wieder ganz voll. Ich werd bekloppt. Jetzt. Das sollte reichen. Ist der down? Ich glaube, der eine ist weg. Ja, einer ist weg. Oh, beide. Beide sind down. Da hat der Schwertwirbel auf jeden Fall geholfen. Los. Macht er? Oh, der ist okay. Das war's dann. Na, bleib stehen. Nichts überstürzt. Komm schon. Einmal Heilung raus. Eine große Bitte. Nur keine Sorge. Es geht los. Na? Tut mir echt leid. Ist fast schon schockanfällig, der Gute. Du schaffst das schon. Lass mich mal. Überlass das ruhig mir. Ich bin bereit. Gibt's doch nicht. Jetzt. Sehr gut. Verrecke. Und er ist geschockt. Jawohl. Aber jetzt ist mein Auftrag fertig. Nicht ganz. Sind wir durch hier? Ja. Zurück zu den Kindern. Können wir machen. Okay. Glück gehabt, dass die anderen da, die beiden, seine Gefährten doch schnell tot waren, als ich den Schwächenangriff mit dem Schwert gemacht habe und beide erwischt habe. Konnte er nicht so schnell hochheilen. Das war praktisch. Hast du den Krötenkönig besiegt? Klar. Wie gesagt, Kinderspiel. Ja, mehr oder weniger. Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir wieder in unserem Geheimversteck spielen. Danke, Cloud. Hier, der Schatz, den wir dir versprochen haben, der ist ganz sicher 3 Gil wert. Die Nagelkeule haben wir gekriegt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und vergesst auch nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Jawohl, Fräulein Furia. Furios war das Ganze. Yay. Vielen Dank, dass ihr euch um den Krötenkönig gekümmert habt.
Sie wissen auch wirklich alles, Fräulein Furia. Wenn dem mal so wäre. Aber ich versuche mein Bestes. Diese Kinder sind jeden Tag von früh bis spät auf Achse. Sie stehen füreinander ein, helfen Menschen in Not und kämpfen für ihre Träume. Irgendjemand muss doch auf sie aufpassen und sie beschützen, so gut es geht. Klingt anstrengend. Das steht wohl außer Frage. Aber ich will für sie da sein, sie unterstützen und ihnen Liebe schenken, bis zu dem Tag, an dem sie den Helmchenhof verlassen. Ich will, dass sie sich hier geborgen fühlen, geliebt werden, wie man sonst nur von seiner Familie geliebt wird. Und dafür muss ich mein Bestes geben und wirklich alles wissen. Oh, toll. Ich habe vom Besten gelernt. Mein Vorgänger hat es genauso gehalten und ich möchte seine Tradition fortsetzen. Oh, aber noch bin ich weit entfernt davon, so gut mit Kindern zu sein, wie Bix es ist. Ach, herrje, ist es wirklich schon so spät? Ich muss los. Stimmt, Sie haben doch etwas vor. Ja, meinen Traum verfolgen. Nochmals vielen Dank euch beiden. Gern geschehen, hau rein. Was wohl Ihr Traum ist? Vielleicht will sie Sängerin werden. Danke, dass du unser Geheimversteck gerettet hast. Ich habe mich total für dich eingesetzt und du darfst jetzt bei du weißt schon was mitmachen. Was? Geh doch nochmal zu unserem Geheimversteck, Cloud. Okay, du weißt schon was? Bei du weißt schon wem? Ein verifizierter Held. Na dann. So, ist also noch eine neue Quest hier aufgetaucht. Aber bisher dann nur die hier oben beim Bahnhof so. Da hinten ist nichts bei der Kirche. Fehlt ja immer noch ein Auftrag, ne? Guck mal hier, der verifizierte Held. Und dann die Nummer 11 fehlt noch. Abgeschlossen habe ich die anderen alle. Sauber. Ich will natürlich keine Nebenaufgabe liegen lassen. Und bisher bin ich gut dabei. So, habe ich also eine neue Waffe gekriegt für Cloud. Die Nagelkeule. Das ist echt das Ding mit den Nägeln drin. Okay, aber ich muss natürlich jede Waffe mal benutzen, um die Fähigkeit davon zu lernen. Hier haben wir Störung drin. Entfesselt einen verheerenden Angriff und wechselt die Kampfhaltung. Nach Haltungswechsel mit Angriff oder Schwertwirbel treffen. Okay. Automatisch dann hin, dann geht er in die Offensivhaltung und dann macht er voll den Baseball-Home-Run-Schlag. Klingt interessant. Hat das Ding gar keine Sockel? Das Ding hat keine Sockel? Nichts? Das ist natürlich scheiße. Aber gut, ich habe noch Punkte, die ich vergeben kann. Hier verliere ich jetzt drei Dinger. Was hat er denn hier, die drei? Glut, effizientes Blocken und Luft und die Shiva natürlich weg. Aber für die Fähigkeit lernen muss ich den nehmen. So, dann hatte ich hier noch einen Reif nach unten, Schwarzreif, Nietenreif, da, der ist auch neu. Okay. Ein Armreif mit eingelassenen Nieten, der eine rebellische Mentalität zum Ausdruck bringt. Jo, welchen trägt er gerade? Den Titanreif. Ich glaube, dann nehme ich mal den Nietenreif. So. Habe ich ja wenigstens noch TP-Boost und Analyse noch drin. Geht. Und die Waffe hat echt nichts. Okay, Leute, ich werde jetzt in der zwischen den Aufnahmen hier nochmal die Waffenpunkte für diese Keule vergeben. Vielleicht kommen da noch ein paar Materia-Slots dazu. Ansonsten ja, hoffe ich, dass die Fähigkeit schnell gelernt wird, damit wir wieder eine normale Waffe nehmen können. Gut, ich bedanke mich fürs Einschalten hier in der heutigen Nebenfolgen-Episode. Vielleicht hat es euch ein bisschen gefallen. Die Gegner ja, waren echt anstrengend mal wieder. Aber in der nächsten Folge geht's weiter und dann machen wir die restlichen Sachen hier noch fertig. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke für eure Unterstützung. Einen Daumen nach oben. Macht's gut. Tschüss.